Dann kam die erste Immobilie. Was ist da passiert bei der ersten, das erste Objekt? Das kam ja dann relativ schnell, oder? Eben durch unsere Arbeitsweise, die eben sich besonders von dem unterscheidet, wie alle anderen arbeiten. Ja. Kann man das so sagen? Herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution-Podcast-Folge. Und heute haben wir ein sehr cooles Thema, nämlich vor 7 Monaten noch Start-Upperin als Immobilienmaklerin und jetzt schon auf dem Weg zur Unternehmerin. Und ich habe jetzt schon Gänsehaut, weil das wirklich eine richtig coole Podcast-Folge und an all die gerichtet, die echt was aufbauen wollen, die was erreichen wollen im Leben. Und dazu habe ich einen Studiogast dabei, die auch sozusagen ihre zweite Karriere aufbaut und das richtig cool durchgezogen hat. Herzlich willkommen, liebe Astrid, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und wo kommst du her? Ja, hallo, mein Name ist Astrid Häuser. Ich komme aus Bonn, habe im September die Firma Häuser Immobilien in Bonn gegründet und habe dann auch begonnen mit der Vermarktung von Wohnimmobilien in Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und Köln. Sehr cool. Und Astrid, jetzt, da ist ja richtig was passiert in den letzten Monaten, in den letzten 7 Monaten. Was war der Auslöser erstmal? Ich weiß ja noch ganz genau, du hattest viele Ideen und warst so ein bisschen unsicher noch, wusste nicht so genau, wo fange ich jetzt an und was war dann erstens der Auslöser und was ist dann passiert? Ich habe mit dem Coaching angefangen, ja, mit den Calls und auch mit den Videos. Und dann hatten wir im September das erste Seminar in Düsseldorf. Und ich habe halt auch dich dort erlebt, auch die anderen Makler und habe halt einfach die Dynamik mitbekommen, ja, mhm. Und auch realisiert, was da möglich ist. Ja, und das hat mich halt so motiviert und auch deine Worte zu sagen, hör mal, was möchtest du eigentlich? Wo möchtest du hin? Und irgendwie ist dann auch der Knoten geplatzt. Dieser Knoten, ich kann mich noch genau, du hattest deinen Sohn dabei, ich kann mich noch total erinnern, wo du gesessen hast und was du gesagt hast. Und dann hat es aber, dann kam die erste Immobilie. Ja. Ja, so die erste Immobilie, wie, was ist da passiert bei der ersten, das erste Objekt? Das kam ja dann relativ schnell, oder? Ja, das kam, sag ich mal, in der zweiten Septemberhälfte. Mhm. Und ich habe das genau so umgesetzt, wie du es auch als Blaupause und zur Verfügung stellst. Dass du gesagt hast, also wir gehen in die Vermarktung, wenn die Objektaufbereitung vollständig ist. Wir haben eine ganz tolle Exposé-Vorlage. Wir haben alles, wir sind geschützt. Wir haben, ob das von der Widerrufsbelehrung, Datenschutzerklärung, Provisionsvereinbarung ist, Kaufpreisangebote. Also ich habe das genau so gemacht und es ist halt einfach bei den Kunden als sehr professionell wahrgenommen worden. Und das war die erste Immobilie, ja, ne? Und es war so, dass wir halt einen unheimlichen großen Andrang hatten, auch ein sehr großes Kaufinteresse und viele Kaufpreisangebote und tatsächlich auch in der Marktsituation, dass es halt auch mit einem Mehrerlös verkauft worden ist. Und daraus, dann möchte ich sofort weiter erzählen dürfen, ist ein toller Kunde gekommen und der hat das alles abgeschlossen und ist im Nachhinein nach Beurkundung gekommen und hat gesagt, also sie haben das so toll gemacht, ich habe eine Eigentumswohnung, die beziehe ich jetzt nicht, weil ich das Haus gefunden habe und das möchte ich unbedingt mit Ihnen machen. Und genau, weil er das so wahrgenommen hat, ne? Dass es halt einfach ein toller Verkaufsprozess ist. Also zack, war das nächste Objekt da. Definitiv. Ja, direkt zack, im Anschluss der nächste Auftrag. Mhm. So, dann hast du das verkauft. Ja. Und dann? Ja, dann hatte ich eine Empfehlung. Ja, der hat zu seiner Mitarbeiterin gesagt, also du möchtest das Haus verkaufen und bitte geh nicht zu dem Makler, wo du hingehen möchtest. Die hatte das auch 10 Tage versucht, alleine zu verkaufen, hatte da gar keine Resonanz drauf. Hat zu mir gesagt, wenn sie jetzt ganz schnell kommen, gehen wir nicht zu dem anderen Makler. Ich habe mich auch innerhalb von 2 Stunden ins Auto gesetzt, habe eine Objektaufnahme
Aufnahme gemacht und bin nach Hause gefahren, habe die bewertet, so wie wir das auch von dir mitbekommen haben. Bin den nächsten Tag dahin gefahren, habe ihr auch gezeigt, was meine Anforderungen sind und was ich für sie tun möchte und wie ich das auch vermarkten kann. Ja, und habe auch den nächsten Auftrag dann bekommen. Und der ist auch wieder relativ schnell verkauft worden. Ja, in 3 Wochen, 3 Tagen. Das Besondere daran war, dass die Kaufinteressenten in Uganda in der Zeit auch lebten. Mhm. Wir haben das dann mit einem Videobesichtigung gemacht und die waren so begeistert. Und dann hat der Mann sich innerhalb von 4 Tagen ins Flugzeug gesetzt, ist das Wochenende gekommen und du hast ja uns immer gesagt, mehr liefern als der Kunde erwartet. Ich habe den abgeholt, wir haben das geguckt, der hat das hat sich bestätigt gefühlt, hat gesagt, auch genau so wie die Bilder waren und hat mir noch nach der Besichtigung sein Kaufpreisangebot abgegeben. Ja, und wir waren nach 3 Wochen, 3 Tagen beim Notar. Die sind dann wieder von Uganda nach Deutschland geflogen und ja, und alleine diese kurzen Abwicklungszeiten, die haben natürlich dazu geführt, dass ich total motiviert war, Selbstbewusstsein bekommen habe, ja, und halt Feuer gefangen habe. Richtiger Hype, ne? Oder? Ja. Das ist wie wenn man fliegt, oder? Ja, wie wenn man fliegt, ja. Das ist richtig geil. Ja. So. Und man kann praktisch sagen, du hast ein Objekt verkauft und hast sofort das nächste Objekt gehabt, ja. Eben durch unsere Arbeitsweise, die eben sich besonders von dem unterscheidet, wie alle anderen arbeitet. Ja. Kann man das so sagen? Ja, definitiv. Also wir haben ja 2 Calls in der Woche für Immo-Expert. Ja, wir können dich alles fragen, aber nicht nur in dem Call. Ja, also sobald man bei Bosbach Consulting anruft, man hat immer einen Ansprechpartner, ob es einer von den Damen ist, ob es dein Sohn ist. Man ist immer herzlich willkommen und es wird weitergeleitet. Also man bekommt auch immer eine Antwort und auch eine Hilfestellung. Also wir sind nicht einfach nur ein virtueller Laden, sondern bei uns sind Menschen, die wirklich anderen Menschen helfen, ihr Business aufzubauen. Ne? Wir haben ja auch noch eine Facebook-Gruppe, wo halt die Makler drin sind und das möchte ich auch mal betonen, das ist natürlich auch ganz stark durch dich geführt oder vorgegeben. Also es ist halt einfach da auch eine ganz tolle Community, ne? Wo man auch mal untereinander etwas fragen kann, wo jeder jedem wohlgesonnen ist. Man motiviert sich untereinander. Also man wird da auch halt angetrieben. Okay, wie ist das denn für dich? Also wenn man so reinsteigt, ja, bei mir ist das ja schon sehr lange her, aber wie fühlt sich das an, so wenn man startet? Was macht das mit einem, wenn man da Leute im Hintergrund hat oder auch die ganzen Leitfäden und die ganzen Prospekte und was macht das mit dir? Es ist ja, man wird halt sicher, man selbstbewusst, ja, man nimmt sich nachher auch selbst wahr, dass man sagt, also es ist professionell und das spiegelt man halt auch nach außen wieder. Es gibt ja kein Thema, was man nicht bei dir findet. Mhm. Ne? Also es ist viel, sich anzusehen. Ja, das schafft man auch nicht in einer Woche. Aber es ist auch so, wenn man etwas gesehen hat, man weiß, wo man nachgucken kann. Und sind alles in Videos, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in Theorie, in Praxis. Es sind alle Dokumente da. Man kann alle Dokumente für sich runterladen, mit seinem Logo aufbereiten. Es ist also nicht einfach nur irgendwie ein virtuelles Coaching, sondern das ist wirklich für die Praxis gemacht und eine könnte man so sagen, Vollkasko-Versicherung für den Erfolg, wenn man es umsetzt. Also wenn man es umsetzt, dann kann man nur Erfolg haben, ja. Du hast das ja ich will auf ein Erlebnis, wir wollen jetzt auch gar nicht zu sehr auf das Coaching eingehen, sondern mir geht's, du hast ja dann, ist ja was passiert. Da ist ja was ganz, 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 ganz Besonderes passiert bei dir, ne?
Kannst du da mal von erzählen? Also ich habe im Oktober einen Auftrag bekommen in Köln, Rodenkirchen, für ein Haus, sag ich mal, mit einem Auftrags- oder Kaufpreis von über 800.000. Und es war eine besondere Immobilie, was nur eine bestimmte Zielgruppe ansprach. Also das musste ein Paar sein. Und ich hatte da auch einen Kunden, den ich vorher nicht kannte. Ja. Und der war sehr straight. Mhm. Und ich habe das komplett nach Programm durchgezogen und ich habe halt dann auch dieses Jahr verkauft. Also war aber auch ein bisschen wackelig, ne? Es war zwischendurch ein bisschen eng, ne? Ja, oder? Ja. Also es war am Anfang eine unheimlich große Nachfrage. Ja, aber dadurch, dass halt auch sehr besonders war, diese Immobilie, musste man halt den richtigen finden. Und es war halt auch vom Kaufpreis her, sag ich mal, sportlich, ne? Und dann ist aber Folgendes passiert. Wir sind also dann genau mit diesem Kaufpreis, der auch angesetzt worden ist, ja, sind wir zum Notar gegangen. Und abends hat mir dieser Kunde, wir haben uns dann auch während der Vermarktungsdauer geduzt, und dann hat er mir also eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, also liebe Astrid, ich möchte dir jetzt etwas sagen. Du hast mich als sehr straight und vielleicht auch manchmal schroff kennengelernt es ist so, es gibt manche Berufsgruppen, denen ich nicht positiv gegenüberstehe, ja, oder wo ich Vorbehalte habe. Mhm. Und da gehörte unter anderem der Makler zu. Mhm. Und dann sagte er, aber das sind alle diejenigen, die schnell gutes Geld oder auch größere Summen verdienen, vielleicht auch eine Rolex am Armgelenk tragen, und wenn der erste Gegenwind aufkommt, ne, sind es alles andere schuld. Das war auch so sein Wortlaut. Mhm. Da hat er unten gesagt, aber ich habe dich kennengelernt in der Vermarktung, wie du das gemacht hast, ja, das hätte ich einem Makler nie zugetraut. Und da habe ich dir das wiedergegeben, und das möchte ich auch hier machen. Das habe ich nur so liefern können, weil ich einfach die Unterstützung, die Blaupause hatte, immer wieder dich auch fragen konnte, und du mich motiviert hast, hast gesagt, bleib dran und mach etwas anderes. Wir als Makler haben halt einfach vielleicht auch mittlerweile in der Bevölkerung auch einen nicht so guten Ruf, weil manche nicht so arbeiten, wie du es vorgibst, ja. Und es ist ja auch dein Ansatz, die Marke, also die Branche zu revolutionieren, ja, mhm, oder zu verändern, dass wir alle wirklich als Experten arbeiten und für den Kunden arbeiten, alles liefern. Und das hat mir jetzt gezeigt, dass ich mit der Vorlage von dir genau das auch beim Kunden erreichen kann und so auch wahrgenommen werde. Ja, sehr cool. Vielen Dank auch nochmal dafür. Und vor allen Dingen, das Schöne ist ja auch das Ergebnis, ne? Also ich stelle immer wieder fest, so, weißt du, die viele Leute sind einfach, merkt, die sind einfach nur geldmotiviert, ja. So, und natürlich wollen wir alle Geld verdienen, das ist ja keine Frage. Das willst du auch, will ich auch. Mhm. Nur die Frage ist, was ist die Motivation? Ja, die Motivation, warum tue ich das eigentlich? Ja, und bei dir weiß ich ja, dass du wirklich auch totale Freude und Spaß daran hast. So nach dem Motto, wenn einer ihr Haus verkaufen kann, dann bin ich das. Ne? So, mhm. Das ist ja genau das Standing, was du mittlerweile hast. Dann ist der Rest dann normal. Das ist eine Folge aus einem extrem coolen Job. Ja? Und mhm, ich weiß ja, du hast ja alle Exposés mitgebracht, die ich mir heute nochmal alle angucken durfte, was du toll gemacht hast. Und jetzt geht's ja wieder einen Schritt weiter. Du hast jetzt sind 7 Monate vergangen. Du hast wirklich etliche richtig coole Deals und jetzt auch keine kleinen Klitschen verkauft. Das hast du wirklich super toll gemacht. Du hast viel Geld verdient. Und jetzt geht's aber in die nächste Runde. Ne? Das heißt, du hast ja auch heute eine Entscheidung getroffen. Ja, du hast dein Sohn, der hat dir auch schon ein bisschen mitgeholfen, ne? Mitgearbeitet, und der hat ja heute auch ein Commitment abgegeben. Ja, das machen wir jetzt hiermit auch offiziell sozusagen hier auf YouTube. Jetzt wir nageln das jetzt ein. Ja. Und du hast eine Entscheidung getroffen. Wie geht's jetzt weiter?
Was ist also die Entscheidung für die Zukunft? Vielleicht einen Schritt zurück, wenn ich das machen darf. Ja, klar. Im Dezember war es halt schon so erfolgreich, dass ich alles, was ich dann momentan in der Vermarktung hatte, wie gesagt, es ging nacheinander über, dass ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt? Ne? Was passiert jetzt, wenn noch mehr kommt? Ne? Und dann habe ich ja im Dezember schon auf euer Anraten hin die Entscheidung getroffen, auch ins Unternehmercoaching zu kommen. Ja. Und das war natürlich, sag ich mal, das nächste Level. Jetzt muss ich natürlich da kurz mal einhaken, ne? Weil das ist schon auch sehr, also sehr schnell. Ja? Also das ist jetzt nicht normal unbedingt vom Ablauf her. Ja. Du bist ja auch ein bisschen eine Zeit lang im Coaching schon davor gewesen, muss man dazu sagen. Ja, ne? Du hast dich ein bisschen orientiert, erstmal ein bisschen dir, wohl andere vielleicht schneller Gas geben müssen, hast du dir ein bisschen mehr Zeit lassen können, weil du gesagt hast, du willst es richtig verstehen, richtig drin haben. Aber du kommst auch aus einer Unternehmerfamilie, das dürfen wir jetzt an der Stelle auch erwähnen und sagen. So, das heißt also, die Gene sind schon so ein bisschen drin. Und dann hast du die Entscheidung getroffen, jetzt sind die auch wieder ein paar Monate vergangen. So, wie geht's jetzt weiter? Ja, also momentan ist es so, dass ich halt viele Objekte bekommen habe, ja, die jetzt auch gerade in der Aufbereitung sind und auch, wie du gesagt hast, hochwertige Objekte. Und das kann ich jetzt nicht mehr alleine bewältigen. Und wir wollen sagen, du hast auch wirklich um eine Immobilie gekämpft und du hast ein super cooles Haus in Bonn, wo, glaube ich, sich alle Bonner Makler die Finger nachlecken würden, ja, im Wert von 2,5 Millionen. Ne? Und es gibt ja so einen schönen Spruch, das Glück kommt bei die Tüchtigen. Ne? So, das heißt, also du hast coole Arbeit gemacht, bist eben an diesen Kontakt rangekommen, hast richtig dich reingehangen und hast echt einen coolen Deal rangezogen mit 2,5 Millionen. Ne? Das ist dann die Belohnung, oder? Kann man das so sagen? Ja, das ist die Belohnung. Das ist die Belohnung, definitiv. Genau. Ja, jetzt kommt der nächste Schritt. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt Büro, Mitarbeiter einstellen, weil Land unter. Der Sohn ist jetzt, der Sohn hat das Commitment abgegeben, studiert auch Immobilienwirtschaft, hat auch total Bock, ist ein richtig cooler Typ und den haben wir jetzt heute verhaftet sozusagen. Genau, so haben wir das gemacht. Ja. Ja. So, also was ist so die Perspektive, die nächsten Schritte für dich? Wir haben das Commitment abgegeben, dass du uns weiterhin hilfst, ja, und auch Support gibst, also wie wir jetzt uns aufstellen mit einem Büro und auch mit Mitarbeitern. Und also ich habe sowohl auch die Homepage, das haben wir bei euch in Auftrag gegeben, weil wir möchten das mit euch machen, wir müssen das mit euch machen, ja, weil du sagst immer, erfolgreiche Aktion darf man nicht unterbrechen. Mhm. Und wir haben einfach total Erfolg mit dem, was du uns bis jetzt gegeben hast. Und jetzt kommt das auch noch dazu, dass wir, dass du auch uns bei dem Recruiting unterstützt. Und sag ich mal, du gibst einfach uns das Rundum-Sorglos-Paket. Ja, genau. Ne? Also das ist ja auch der Punkt. Ne? Das heißt, aus dem Coaching entstehen natürlich auch Anforderungen. Mhm. Wir begleiten unsere Kunden, also die, wo das natürlich an der Stelle auch Sinn macht, ne? Gar keine Frage, weil wir die Kompetenzen dazu haben, das zu tun. Liebe Astrid, ich darf an der Stelle eine Sache sagen. Ich bin wirklich maximal happy über deine Entwicklung. Das hast du super cool gemacht. Wir werden das natürlich begleiten. Vielleicht in ein paar Monaten nochmal eine Folge hier ran, um sozusagen zu schauen, wie geht's weiter. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass das eine sehr, sehr coole Erfolgsstory wird. Im Prinzip ist ja jetzt schon die Basis für dieses Jahr, ist ja alles schon im Sack. Also das heißt, wir haben ja gar, es kann ja nur nach oben gehen, es kann nur weitergehen. Und insofern freue ich mich natürlich auf weitere Storys und bedanke mich sehr, dass du heute hier bei uns warst. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Und wenn euch genau diese Podcast-Folge hier gefallen hat und ihr gerne etwas erfahren wollt oder einen Kommentar, dann gerne hier reinschreiben. Und vor allen Dingen lasst einen Daumen hoch unter diese Podcast-Folge, abonniert unseren YouTube-Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und vor allen Dingen folgt uns auf den sozialen Medien TikTok, Instagram und Facebook. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao.